Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Letzter Part verspreche ich jetzt einfach mal. Wir wollen immer noch König Elfrid erledigen, die hat uns hier eine Falle gelockt. Gib auf, Nachgeburt! Hast du Elfrid gesehen? Nein, aber unsere jungen Sachsen wurden überfallen. Einer ist verwundet. Halte diese Männer... Hunwald, komm, steh auf! Zum Verschnaufen ist jetzt keine Zeit. Ich kann nicht. Diese Dunkelheit in meinen Augen, sie erdrückt mich. Hunwald, hör mir zu. Du hast die Schlacht von Botolfstone überstanden. Lass dich nicht von diesem Kratzer unterkriegen. Mir ist so kalt. Ist der Winter hereingebrochen? Du wirst dich schon bald mit Met und einem Tanz wärmen, mein Freund. Wohl eher nicht, Eivor. Ich werde schon bald neben meinem Vater sitzen. Ob er wohl stolz auf mich ist? Er wird dich an seine Brust drücken, dich warm empfangen und dir sagen, dass nie jemand einen würdigeren Sohn gehabt hat. Ich bin froh, dich gekannt zu haben, Eivor. Du treust. Ja, hättest du mal eine Armee zusammengesucht und nicht nur 8 Mann? Es erwartet kein Paradies. Blut! Hey! Leg mir den Rücken! Scheiße! Es hat Feuer gefangen! Du wirst dich würmern gehen. Gemeinsam! Lass mir! Du bist tot! Du brennst, stirb weg! Also ich spiele jetzt nur so ein bisschen rum. Okay, weiter. Den Göttern Feuer! Hab ich gemacht, Sam. Ich bin Willi! Falls ihr Sie wissen sind geschwächt! Wollt, wer bringen wir es zu Ende! Habe ich. Ich töte dich. Du stirbst jetzt. Wir schaffen das!
Also ich besiege die Sachsen. Was muss ich denn noch mehr machen? Besiege die Sachsen. Ja. Thor verleiht mir Kraft. Die letzten Sachsen laufen davon. Die Schlacht ist gewonnen. Das war's. Meine Bombe, die ich gelegt habe, da eben gerade das letzte gekillt hat. Nicht so, dass die Leute ganze Dörfer unter sich haben mit zig hundert Mann, die kämpfen können, aber selber nur alle einzeln kommen. Sie sind vertrieben! Die Stadt gehört uns! Westsexe wird folgen! Ja, Gudrum. Wir haben Verluste erlitten. Einige von ihnen wiegen schwer. Ihr König ist geflohen. Sein Schoßhund ist tot. Die Niederlage hallt in ihren Ohren. Noch vor dem Frühling werde ich ihr König sein. Gudrum, hör mir zu. Soma ist... Sie ist tot. Soma? Tot? Dumm. Sie ist bei Odins ewigem Festmahl und gereicht ihm zur Ehre. Viele kämpften für uns und vielen. Sie verdienen Frieden. Bist du bereit, sie zu ehren? Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Unsere Freunde erwartet ihre Belohnung. Erweist du ihnen die Ehre? Es erwartet sie nichts. Sie lebten, sie starben. Nun verbrennen ihre Körper zu Asche. Ihre Sagas enden hier. Also, behalt das lieber für dich. Der Sieg ist unser. Doch kostete er uns viel. Jarlskona Soma, die an Gudrums Seite stand. Wir behalten sie in Erinnerung, von nun an auf alle Ewigkeit. So wie Hjör, Krieger, Ehemann und Freund. Wann ist der gestorben? Er brachte das größte Opfer. Hiermit begleiche ich es. Und Hunwald, dessen gütiges Herz ihn an die Seite seines Vaters führte. Möge sein Gott ihn empfangen mit offenen Armen. Wann ist denn... Senden wir sie auf ihre Reise. All unsere geliebten Toten. Wann ist der Mann von der Eingang gestorben? Unsere gefallenen Krieger. Wurde das gezeigt? Auf dass sie finden, was sie suchten. Er ist einfach so random nebenbei gestorben, ja?
Oh, das ist schon... Ich habe gerade meinen Zeitplan durchgeguckt. Ich habe gesehen, in 3 Tagen kommt ja das nächste Game schon von Ubisoft raus. Also aus meiner Sicht 3 Tage. Wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich ist das schon ein paar Tage her. Gudrun. Als der Greve starb, gab es ihm Trost zu wissen, dass er bald seinen Gott sehen würde? Er war am Ende seltsam friedlich. Als bedeutete der Tod ihm nichts. Wir stolpern durch unsere Jahre. Hungrig, reißend. Vergießen Blut, stehlen Gold. Und nie ist es genug. Dieses Leben ist nie genug. Fändest du es nicht beruhigend zu wissen, dass es jenseits von all dem noch etwas gibt? Nicht Krieg, nicht Heldenmut, sondern Frieden, Stille. Ich denke, das Jenseits, auf das die Menschen hoffen, spiegelt nur wieder, was sie im Leben bereuen. Alles, worauf ich jetzt hoffe, ist, mit den Freunden, die ich fand, zu leben. Das ist, was zählt. Alfred hieß mich, meinen Lehnseid auf das Kreuz abzulegen, an dem der Sohn ihres Gottes hängt. Er hatte so viel Vertrauen in dieses schlichte Ding. Es brannte in meiner Hand, als hätte ich es aus dem Feuer gezogen. Ein Gefühl, seltsam und mächtig, doch schnell vergangen. So etwas hatte ich noch nie gespürt. Was wirst du jetzt tun? Gift dran? Was ich auch tun muss. Englerland ist mein letztes Zuhause, Eivor. Und ich werde alles tun, um zu bleiben. Ich muss zu Svanhild zurückkehren und ihr von Hunwalds Schicksal berichten. Es ist besser, wenn ich ihr die Kunde überbringe. Das ist einfach jetzt... What? Ich dachte, wir machen jetzt ein Fass auf. Der reißt dem anderen den Kopf ab. Komm, wir gehen mal zurück. Okay. Ein schöner Tag, nicht wahr? Nicht mehr lange. Eivor? Svanhild, ich... Nein, bei den Göttern, sag es nicht. Bitte, Eivor, sag es nicht. Es tut mir leid. Okay, ich sag's nicht. Mein Hunwald! Nein, mein armer Schwan! Oh, Götter! Wärst du mal mitgegangen? Er hat tapfer gekämpft und uns in der Schlacht zum Sieg verholfen. Dein Hunwald starb als Held. Und als solcher werden wir uns an ihn erinnern. Oh, Götter! Er wäre in Ohnmacht gefallen, hätte er solche Worte von deinen Lippen gehört. Vielen Dank, Eivor. Danke. Er wandelt jetzt unter Kriegern. Ja, der Glückliche. Ich schätze, das tut er. Ich weiß, dass Worte deine Wunden nicht heilen können. Ich lasse dich in Ruhe trauern. Du sollst wissen, dass wir immer für dich da sind, wenn du uns brauchst.
Halt, stopp. Ich bin schon hier lang. Unser erster Kampf als Jarl. Gleich mal verloren. Gleich mal zig Tote. Wie schön, dich zu sehen. Ja, nicht schön. Hampton Shear ist gefallen und mit ihm das Königreich Westsexe. Doch der Preis war hoch. Vielleicht zu hoch für das, was wir erhielten. Ruh dich aus. Das hast du dir verdient. Zu viele mussten leiden. Die Zeit wird zeigen, ob es das wert war. Also ich will ja nicht meckern, aber bei okay, dann sind wir wirklich fertig, würde ich sagen. Ich habe jetzt noch gemacht, nur um es euch ein bisschen zu zeigen. Einmal diesen Codex-Auftrag hatte ich fertig gemacht. Dann hatte ich hier ein bisschen die Ordensmitglieder weitergemacht. Da seht ihr schon ziemlich viel Rot. Zum Schluss würde man halt gegen der Vater kämpfen. Aber da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust drauf, denn man muss wirklich erst alle anderen besiegen, auch diese kleinen Nebentypen, die irgendwo auf der Map umherrennen. Die muss man halt auch besiegen, die ganzen, bis man dann diese 5 hat und dann den Anführer des Ordens. Und, mache ich jetzt nicht mehr extra fürs Video. Könnt ihr euch in einem anderen Video beim anderen YouTuber gerne raussuchen. Ansonsten, habe ich gesehen, der Schmied will seine Frau heiraten. Dafür gab es irgendwie noch eine Quest, die ist so aufgeploppt. Die Siedlung auf 6 machen, da habe ich keine Rohstoffe mehr für. Da müsste ich erst auch wieder noch ein paar Stunden lang farmen. Einer hier von den Ordensmitgliedern ist in Norwegen, da sollen wir noch mal mit Heidam drüber sprechen, dass wir da hinreisen und den erledigen. Alles jetzt noch so Zeug, was man nach der Story halt machen kann. Und ich habe auch gelesen, man kann einen Jurtum-Speer bekommen. Man hat ja, wenn man gegen die Jurtum gekämpft hat in der Eiswelt, gesehen, dass die so Speere hatten, die so komisch geschimmert hat und die beim Kämpfen größer und länger geworden sind. So ein Speer kann man wohl irgendwo finden, habe ich gelesen. Dann bekommt man das legendäre Zweihandschwert Excalibur wohl auch zu finden, nachdem man die Story fertig hat. Warum das ein Zweihandschwert ist, keine Ahnung. und halt so ein paar kleine Nebensachen kann man immer noch weitermachen, aber wir sind bei über 93 Stunden. Die Story hat sich ewig lang hingezogen, war dann mega kurz. Und jetzt einfach so weiterfarmen, extra fürs Video, wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr machen. Deshalb würde ich sagen, wir sind mit der Story durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und guckt weiter auf dem Channel, werden natürlich neue Let's Plays kommen. Und ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Ciao, Leute.